So. Da sind wir auch wieder. Let's play Gothic 2, die Nacht des Raben. Part 6, 47 sogar schon. Krass. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Der sieht ganz schön mitgenommen aus. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaläre des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar. Er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Na, die Piraten sind geil. Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurückkam, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Klar, warum nicht? Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hört sich gut an. Ja. Aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder, von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht noch mal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Lass uns jagen gehen. Gut.
Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Jo. Ah, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Dialoge, gerade die Piraten, die sind entspannt. Die sehen die Welt ganz anders. Der wartet schon auf uns. Und wie ihr seht, kriegen wir fett Erfahrung. Die Jungs sind entspannt, die machen das. Hallo, du hast nur die Hälfte deiner Beute. Was ist das denn für ein Jäger? Na dann auf. Ich versuche nur die die Dunkelpilze zu nehmen. Weidenbeeren findest du hier ohne Ende. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dafür, dass wir uns an den Tod fressen können, sind sie mir eigentlich relativ scheißegal. Weil ich weiß auch nicht, wofür die du brauchst. Auch in der Alchemie haben sie halt keine Verwendung. Ob hier irgendwas rumliegt. Ein Mistvieh weniger. Na, hast du auch recht. Der macht das schon, der Junge. Ja, das mache ich später. Sonst fängt er noch rumzuheulen. Oh, goldene Ring, eine Spruchrolle. Entermesser. Mensch, Jungs, das könnt ihr doch nicht machen hier. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Na dann los. Oh, der kriegt aber gar nicht. Einige von den Biestern sind drei. Na, die haben ordentlich Fleisch da. Zwei Portionen. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Ja, das kriegen wir hin. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Müssen wir sowieso nochmal in den Canyon. Ja, dann lass das Fleisch nicht hier liegen, ey. Mann, du bist echt vielleicht ein Hannes. Auf der einen Seite heulst du rum, dass du nicht genug Fleisch kriegst, Jack hier. Auf der anderen Seite kann ich dir hier das ganze Fleisch hinterher tragen, oder was? Junge, Junge, dafür schuldest du mir aber echt eine Keule. Schon. Ey, dann lauf doch, alter Schwede. Menschenskinder. Wir gucken uns hier später in Ruhe um. So eine Piratenrüstung ist schon nice. Also mir gefällt sie. Ich glaube, wir kriegen sogar später eine. Das wäre ziemlich nice. Das können wir alles später in Ruhe nochmal abgrasen. So. Dein Gesundheitsbalken sieht jetzt nicht unbedingt so geil aus. Komm her!
Mistvieh. Gut gemacht. So jemanden wie dich können wir brauchen. Bei deiner ersten Jagd gleich eins von diesen Biestern erlegen. Nicht schlecht. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Unterrichte mich. Was soll ich dir... Zähne ziehen, Bogen, Tierhäute haben wir... Ah, wir haben nicht genug. Zähne ziehen wir vielleicht gar nicht mal schlecht. Wenn du mich suchst. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Alles klar. Wollen wir erst noch mal ein paar Wüstenratten platt machen. Sieht gut aus. Können wir noch ein bisschen Gold kriegen, das brauchen wir auch. Hier kleine Oase, eigentlich nicht schlecht. Hier gibt es aber bis auf Sumpfkraut gibt es hier eigentlich, glaube ich, auch nichts zu holen. Feuernessel, Sumpfkraut, Heilkraut, Heilpflanze, Sumpfkraut. Ja, das war Alligator Jack. Nicht schlecht, der Kerl. Vor allem total entspannt. Also ich mag die Piraten, die sind echt. Komm erstmal mit, trink was selbstgebranntes. Oh, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Da hat er eigentlich vollkommen recht. So, zum Canyon. Da kriegen wir noch ein paar XP. Dann gehen wir zurück. Dann schwätzen wir mit dem Hannes hier nochmal. Warte mal. Nee, mix hier nicht. Das ist Kronos. Ich glaube, das war der Glatzkopf hier. Mit dem wir schwätzen müssen. Rodian. Ja, erzähl mir das Haut. Achso, ja, nee. Haben wir schon. Genau, der Meradion. Hey, du. Merdachion war das. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Dankeschön. Es fehlt eigentlich nur noch zwei Stück. Na, hier gibt's Respawn. Hallöchen! Alter, was geht denn hier ab, ey? Der Sumpf quillt ja über vor Viechern. Das hätte ich so nicht erwartet. Mensch, Mensch. So, ein bisschen Kohle haben wir. Blauflieder sind eigentlich noch ganz gut, solange wir noch einiges... Solange sich unser Mana-Haushalt in Grenzen hält. Waldbeere, Weidenbeere, auch. Oh. Hier, wie viel haben wir denn von denen? Guck's dir an. 23 Waldbeeren, 50 Weidenbeeren. Hier oben links im Turm sind, ist auch noch einiges zu holen. Da sind ein paar Banditen. Das werden uns die Piraten aber auch noch sagen.
Bubis, wenn er mich angreift, seid ihr tot, ne? Das wisst ihr. Gut. Ja, die Scheibe muss fühlen. Da ist nichts zu holen. Hallo, es waren noch 3 Goblins. Da. Bevor ich aber jetzt mich hier unterwegs mache, möchte ich dem Typen da vorne noch mal ein bisschen bequatschen. Vielleicht hat er noch was Interessantes zu erzählen. Läuft erst nach links und nach rechts und jetzt... Oh, Junge, wer ist das denn? Malcolm. Warte mal. Du kommst nicht von hier, oder? Nö. Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Ja. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Ja, und? Henry? Er führt unseren Trupp an. Mhm. Steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so einen Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Ja, das hört sich an wie so eine Merkel. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Enter-Trupp. Unser Captain ist Craig, aber der ist zurzeit nicht da. Ja. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten. Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Gut, mache ich. Was dagegen, wenn ich mir ein bisschen was nehme, ne? Nein? Ja, erstmal hinsetzen. Ja, mach das mal, Junge. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Alter, das sind Fleischpflanzen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ach ja. Die NPCs sind schon nettes Häufchen. Na komm her. Hast aber Glück, dass ich dich nicht so treffe, ne? Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hä, hey, wieso ist da nichts zu holen? Haben die nicht normalerweise noch immer so eine Kleinigkeit rumfliegen? Schönes Fleckchen, das muss man denen lassen. So, mal gucken, ob es hier Respawn gibt. Wir können ja alles mit... können alles gebrauchen, was wir kriegen können. Maran. Ist nur einer oder sind es zwei? Was mache ich mit dem Feuerpfeil? Der trifft nämlich immer. Mehr oder weniger. Hallo. Nicht, da ist dann. Ja, so langsam sind wir eigentlich ganz gut gewappnet und könnten schon mal Richtung Dingsbums gehen. Ja, Blauflieder und so ein Kram, das interessiert mich eigentlich nicht. Nur hier, was hier hinten so liegt. Da hat wohl jemand gegen den Varan verloren. Und wurde schon mal abgeknabbert. Ah, armer Kerl. Geht's ganz schön tief rein. Nee. So schön es hier auch ist, aber so tief möchte ich eigentlich ungern tauchen. Gut, wollen wir uns mal die Piraten angucken hier. Da oben gibt es noch was.
Die haben sich hier gemütlich gemacht. Oha, da kann man schnell abrutschen. Lassen wir mal lieber. Da müssen wir sowieso noch rein. Da ist eine Höhle. Ist eigentlich interessant. Könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir da vielleicht hinkommen. Na, du stehst da entspannt, mein Junge. Ah, wieder für live. Richtig so. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob er hier irgendwas Besonderes hat. Hat auch bestimmt nichts dagegen. Oder? Nö, ich glaube, das ist denen scheißegal. Solange ich den deren Händler nicht beklaue, sind die da relativ easy. So, will ich auch mal hier speichern, im Fall eines Falles. Mal auf den Timer gucken. Da steht er doch schon, halt. Henry, es war mir so klar. Freund, das kann ja jeder behaupten. Ich kenne dich nicht, was willst du hier? Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Und für mich siehst du aus wie jemand, der Gold hat. Also wird dich so ein kleiner Zoll nicht gleich umbringen. Oder sind deine feinen Klamotten etwa geklaut? Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird's vielleicht billiger für dich. Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, ja, hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? 400 Goldstücke. Oder du verschwindest wie... Was ist mit... Ach, jetzt komm, ich... Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? 300 Goldstücke. Oder du verschwindest. Was ist mit... Ach. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Gregs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen,
werden wir sie gebührend empfangen. Warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet? Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deine Wegzoll bezahlt. So, das macht aber nichts. Ich würde hier nochmal speichern. Und im nächsten Part würde ich dann nämlich versuchen, die Banditen in dem Leuchtturm zu klatschen. Also bis dahin, macht's gut, Leute.